Da ist er. Nein! Nein! Scheiße! Shit, jetzt fliegt mich alles um. Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alex. Haben wir hier abgespeichert das letzte Mal? Doch, ich glaube schon. Ich muss mal ganz schnell nachgucken, wo wir denn stehen geblieben sind das letzte Mal. Genau, Aufbruch zu fern... Nee, warte, wo war denn das jetzt? Hausverbot? Nee. Haben wir noch irgendwelche Aufträge offen? Ah, nicht mal. Ah, genau, wir hatten ja das letzte Mal mit Ragnar nochmal gesprochen und wollten gucken, ob wir einen besseren Ruf inzwischen bei dem haben, was hier noch nicht der Fall ist, leider. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt in die nächste Clanhütte mal reingehen und schauen nach, ob wir bei den einzelnen Clan-Oberhäuptern mal ein bisschen Ruf gattern können. Oder ein bisschen... Oh, nee, das wollte ich nicht. Ein bisschen Ruf gattern wollen. Ergattern wollen. Also, mal gucken, was der Angrim uns zu sagen hat. Was macht die Berserker aus? Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Okay. Das sehe ich zwar ein bisschen anders. Ich glaube, gegen die Alps hätten die nicht groß eine Chance, aber das sehen wir erst im Laufe des Spiels. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Oh, du willst kein Problem mit mir haben, mein Freund. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. So. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Wegen der Klerikers. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Boah, Leute, jetzt wird gerissen. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Gar nicht. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Let's go, ich will Leute. Ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Jawohl, das machen wir. Mission, nichts. Was stand da? Hab's nicht mehr richtig lesen können. Nichts, nicht willkommen. Betram ist ein Kleriker. Das gefällt nicht jedem. Vor allem uns nicht. Naja, wenn das uns weiterbringt, hier in Goliath, dass wir den auseinandernehmen, dann machen wir das doch mal. Prügeln wir ihm die Scheiße aus dem Leib. Welcher war denn das nochmal? Der war sicher nicht.
Hä? Wo ist denn der? Ah, der ist unten im Dorf. Oh shit. Boah, das war knapp. Also. Der hier? Nee. Ah, das ist der Dings. Nee. Ich dachte erst, das ist der, der Barwirt da oben. Da haben wir den. Bertram. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Tja. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir herauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Die Frage ist, ob er uns jetzt dann das Lager von den Klerikern bringt, was ja auch mal eine coole Abwechslung wäre. Nee, Alter, komm, wir riskieren das nicht und gucken, dass wir jetzt hier endlich mal einen besseren Ruf bekommen. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard. Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Na, dann komm her. Ich Manieren bei. Und dieser Bastard nimmt einfach so einen scheiß Hammer raus. Ach, den schaffen wir. Oh, bist du behindert, Alter? Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Sprungaxt? Ey, dieser Schweinekind, ey. Wo ist denn der? Nein, nicht die! Da ist er. Nein! Nein! Scheiße! Shit, jetzt fliegt mir alles um. Nein! Jetzt hat er uns einfach gefickt. Oh, leck mich doch am Arsch. Wartet schnell, Leute. So. Okay, das Spiel hat ja abgespeichert gerade eben. Jetzt müssen wir die Kamera nur wieder gerade hinkriegen. So ist cool. Fliegt mir das ganze Zeug um die Ohren. Nein. Ah, nee, warte. Der Auftrag ist nur nicht abgespeichert, ne? Den haben wir doch sicher schon angenommen. Ich bin aber blöd, hab nicht mehr genug Pfeile dabei gehabt. So. Jetzt ist mir das blöde Ding schon wieder runtergefallen. Also. Pfeile! Die können wir gebrauchen. Sehr schön. Okay. Ey, wer rechnet denn damit? Na gut, hätte man eigentlich wissen sollen, dass der so stark ist. Aber die Leute, die teilen auch hier Schaden aus. Das ist unglaublich. Öde und eine Höhle oder irgend sowas. Ah ne, das ist nur so ein kleiner Übergang. Also. Nehmen wir den jetzt nochmal auseinander. Diesmal bin ich vorbereitet, mein Freund. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir hier rauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Ein Scheißdreck mache ich. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard. Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Hier bringe ich Manieren bei. Also. Weißt du, der Duras, der hilft aber auch nicht. Ich muss gucken, dass ich niemanden anderes treffe. Hatte der nicht vorher einen Hammer? Boah, war das knapp. Komm her. Oh, keine Pfeile mehr, okay. Boah, Wichser. Komm her. Verpisst euch! Das ist ein Kampf unter Männern. Nein! Oh, ich dachte, ihr greift mich an. Ganz ruhig. Trank.
Ich hab's gewusst. Komm, verpiss dich. Das ist... Komm schon! Komm schon! Das Ding yes. wird eingesteckt, nur dass wir uns... Du hast ja noch Verstand. Hey! Das war jetzt gar nicht mal so einfach. Oh, Alter, mit der Axt mache ich immer so gar keinen Schaden. Aber warte, wenn wir schon gerade hier sind... Ja, ja, Entschuldigung. Du hast ja doch Verstand. Ja, ja, hab ich. So, wenn wir schon hier sind... holen wir ein paar Pfeile. Gut. Gut. Sieh dich nur um. Sieh dich nur um. Okay. Pfeile, 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 Pfeile. Da. Gut. Sehr schön. Du, 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 du. Du, du. Du, 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 du. Oh, komm wieder hoch. Oh, so mühsam. Aber das geht schnell beim Porten. Oder? Ja, der war ja hier oben gewesen. Hier lang, ne? Genau, dann sind wir da runtergesprungen. Ja, genau, die Hütte war das. Bin mal gespannt, was der zu sagen hat jetzt. Wegen des Klerikers. Wegen des Klerikers. Bertram ist tot. Bertram ist tot. Ist er der Kleriker gewesen? Jawohl. Dabei hatte ich ihn gar nicht unter Verdacht. Es besteht kein Zweifel. Gute Arbeit. Ich brauche mehr Männer wie dich im Clan. Hier. Du hast im Sinne des Clans gehandelt. Das soll belohnt werden. 100 Splitter. Kann man noch mit dem reden? Nee, nicht mehr. Gut, dann... Dann reden wir jetzt nochmal mit dem Ragnar und gucken mal, ob jetzt irgendwas durchgesickert ist von den Taten, die wir jetzt geleistet haben hier. Oder ob der das auch wieder einfach runterspielt. Jetzt müssen wir uns das wieder alles anhören. Was meine Unterstützung angeht. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn zu einer gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Ja, komm, das ist nicht schlimm. Hast du auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Übertreib's nicht so, ich weiß es. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Was sollen wir denn noch alles machen? Hey, ist nicht dein Ernst, oder? Mein Gott. Ja, dann gehen wir halt... Wobei, ich rede jetzt nochmal mit Angrim. Man konnte ja noch ein bisschen den über das Gesetz ausfragen. Vielleicht springt da noch ein Auftrag für uns raus. Aber das kann doch nicht sein, dass wir hier noch mehr machen müssen. Wir haben einfach zu viel versaut am Anfang. Was hast du uns noch über das Gesetz zum Sagen? Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens. Falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Aber ich fliege mit dem Jetpack die ganze Zeit rum. Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens. Freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Hast du eine Aufgabe für mich? Hast du eine Aufgabe für mich?
Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Ja, endlich. Erklär, das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Verstanden. Verstanden. Gut, ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Er hat ja gesagt gehabt, wenn ich die Sachen verinnerlicht habe, soll ich den Auftrag annehmen. Aber es ist ja hier im Dorf Technologie verboten. Sollen wir ihm jetzt wirklich die Waffe bringen oder ist das ein Test? Weil der Auftrag heißt verbotene Technik. Technik, die am Schlund liegt, gehören nicht in die fremden Hände. Wer angreifen möchte, dass du ihm die defekte Elex-Waffe aus der Hütte mit dem Schlund bringst. Er braucht sie für seine Experimente. Jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir das wirklich machen? Ich guck mal, Joras hat er gesagt, ne? Mit dem sollen wir sonst reden. Der steht ja auch gerade da unten, okay. Wie sieht es mit der Zeit aus? Ja, das machen wir jetzt noch. Das könnte natürlich auch wirklich ein Test sein, oder? Sind die hier so penibel, was das betrifft? Weil er hat gesagt, dass Elektrosachen, also Technik, kommt alles in den Schlund. Und gehört nicht in die falschen Hände. Ist das natürlich die Frage, sind seine Hände auch die falschen Hände sozusagen? Du hast doch sicher diese... Angrim sagt mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Ist das überhaupt erlaubt? Ist das überhaupt erlaubt? Alle Achtung. Du stellst die richtigen Fragen. Angrims Aufgabe war ein Test. Oh. Und nein, es ist nicht erlaubt. Sehr schön, Leute. Denn Technik hat einzig und allein hier beim Schlund ihren Platz. Das ist gut. Okay, und was habe ich jetzt davon? Was habe ich jetzt davon? Zunächst einmal hast du uns bewiesen, dass du vertrauenswürdig bist. Aber ich schätze, du redest von Elexit. Wenn du willst, schau bei Angrim vorbei. Ich denke, für das Einhalten unserer Gesetze wird er dich gerecht entlohnen. Yes. Großartig. Ah ja. Perfekt, Leute. Ich hab schon irgendwie geahnt, das machen sie nicht so einfach. Eine Elex, weil er hat gesagt noch, eben wenn du die unsere Regeln veredelt hast, dann kannst du den Auftrag annehmen. Und man hätte sie sogar sich noch einmal anhören können. Yeah, das gibt mir sicher guten Rufzuwuchs hier drinne. So, mein Freund Angrim, lass mal Tacheles reden. Joras sagt, ich habe den Test bestanden. Joras sagt, ich habe deinen Test bestanden. Das hast du. Ich bin beeindruckt. Die meisten erfüllen ihre Aufgabe, ohne nachzudenken. Du hast jedoch mit Verstand gehandelt. Deine Weitsicht soll nicht unbelohnt bleiben. Außerdem erwarte ich, dass du auch in Zukunft redlich handelst. Das gilt auch für dich, Duras. Nur, dass wir uns verstehen. Du wirst nie ein gutes Haar an mir lassen, oder? Nein. Okay, jetzt reden wir nochmal mit Ragnar. Vielleicht reicht ihm das. Das machen wir jetzt noch. Komm jetzt, das haben wir hier in der einen Folge zwei Aufgaben erledigt. Sei doch jetzt endlich mal zufrieden mit uns. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Ja, komm jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut.
Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Hast du auf ganzer Linie versagt. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Übertreib's nicht. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Dann ist es auch nicht passiert. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Ey, halt doch deine Fresse. Ist das dein Ernst? Also Leute, dann werden wir wohl in der nächsten Folge noch mehr probieren, Aufträge zu erfüllen. Ich denke, wir reden mal mit allen Clan-Mitgliedern. Vielleicht kriegen wir da halt wirklich auch Arbeit, ne? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn mir 2-3 Mal die Kamera runtergefallen ist. Nun ja, und wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder schreibt mir was Netteres in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, reden wir nicht um den heißen Brei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Haltet die Ohren steif, macht's gut und ciao.